oder? Ist das meine Waffe? Nein, das ist nicht meine Waffe. Ich muss doch hier hinten irgendwo, oder war das hier? Hier liegen zwei Waffen. Ja, das sind Sägeblätter. Ah, hier liegt meine Waffe. Wir sind ja vor uns rechts gestanden. Wir sind vor uns rechts gestanden auf der linken. Ja, der Max hat es aufgesammelt. Da gibt es hier drei Leute, die in grün rumlaufen. Sehe ich das richtig? Ja, Tatsache. Wie in grün. Ja, ich habe einen grünen Skin, der Max hat einen grünen Skin und das Mon hat den grünen Skin. Get some healing. Bille, was glaubst du, was ich mache? Hab ich deine Waffe oder gut? Lich. Ja. Hab ich deine Waffe? Ich warte beim Händler auf dich. Mhm. Ich bin hinter dir. Ich schmeiß dich selbst mal weg. Ja, okay. So, wer was braucht, geht an die Maschine. Der kriegt dann Geld. Ich glaube, ich habe es gerade noch rechtzeitig gebacken gekriegt. Da ist er schon mal. Alle zusammenbleiben, aber ein bisschen verteilen, dass er uns, dass er sich nicht uns zusammengreifen kann mit den Granaten. Wo ist Andreas? Andreas sollte sich voll heilen. Nicht Andreas, Max sollte sich voll heilen. Alle hier lang. Okay, der andere Tür versiegeln. Bin dabei. Der kommt über die Mitte. Ja, in der Mitte ist er. Boah, das weh du, Alter. Ja, das zwickt brutal. Ja, was ist mit euch? Ganz viel schneller. Das fies ist ja, während der kommt, kommen ja Creeps auch noch. Boah, Alter, die haben gerade vor mir. Granate! Wir müssen es doch mal schaffen hier jetzt. Geht weg von ihm, weg von ihm. Ich sehe ihn nicht. Ach. Wo ist er überhaupt? Boah, ich könnte Heal gebrauchen. Durch die Mitte zurück. Könnte Heal gebrauchen. Weißt du, der greift sich mich. Warte. Kann ich nicht. Halt mal still! Ja. Ich habe wenigstens noch zwei andere heilen können. Also ich muss sagen, also jetzt war das mit dem Heal ein bisschen schwach. Wir haben auch offiziell keinen Heal, falls es dir nicht aufgefallen ist. Echt? Ja. Ah, schlecht. Also der wirft alle Handgranaten auf mich. Ja, wenigstens konnte ich noch zwei healen. Boah, ich bin tot. Ich hab das gesehen. Boah, erstmal Rückzug. Ah. Verkackt es nicht. Ja.
Weil irgendwann müssen wir es mal schaffen. Boah, Granaten, lauf! Ne. Scheiße. Hier kann mich nicht von so einem Nahkampfattacken weg. Boah, das ist nur noch Capri-Sonne. Ja. Und das war wieder letzter Versuch, einfach alle Kugeln durchzudrücken, aber. So nett, der kann doch nicht, was ey. Der ist stark, das war der Patriarch, aber auch. Der Patriarch im ersten Teil war noch übertriebener. Der hat eine Gatling gehabt, Alter. Der hat dich vermöbelt, der war unsichtbar, der hat sich geheilt. Der war teilweise auf schwer oder auf den höheren Schwierigkeitsgraden, war der teilweise unmöglich. Ja, also hart nah dran, das ist wohl wahr. Manchmal echt nicht schaffbar, weil der mit seiner Gatling so viel Damage gemacht hat, das war asozial. Ja, das ist echt nicht lustig. Du musst dir das vorstellen, der hat sich getarnt, kam irgendwo aus der Ecke und war wieder weg. Und schon so, surprise, motherfucker. Yes, servus. Was war das? Okay. So, ich brauche jetzt mal so ein kurzes Päuschen. Oh. Ich auch. Ach, tschüss. Kurzes Päuschen. Auch ein paar. Oh, mal kurz AFK. Ja. Ja, sowas wie eine Raucherpause, ja, das kann man gelten lassen. Jede Pause. Geht bei dir auch nichts nach dem Stream, oder? Ich hab zwar leid. Nikon und du wahrscheinlich. Ja, aber so lang. Ja, nee, der Patriarch sieht so ähnlich aus wie der Boss hier in diesem Spiel, nur ein bisschen anders. Musst mal googeln, warte mal, ich schreib's dir. Und schau dir mal an, wie der ausgucken tut, also der ist schon sehr übelmöbel. Würde ich wohl meine. So. Jetzt muss ich aber wirklich mal pinkeln gehen. Bis gleich. Ach, das ist der. Bin wieder da. Wer ist jetzt aus der alten Runde der einzige, der noch da ist? Die Capri-Sonne. Na toll. Gut. So. Jetzt mal Mutti zumachen hier. Wird ein bisschen frisch mit offenem Fenster. Kleinen neuen Quibbeln. Aber wenigstens kommt der Außenposten wieder. Aber auf schwer ist das schon knackig. Ich rede gerade mit mir selbst. Ah, fick. Na. Ach nein, ist doch noch einer da. Okay. Nee, klar. Mische ist tot. Schreib's den Caps, Alter.
Wieso fragst du ihn, ob er Weiberleid ist oder nicht? Was mich interessiert? Ah, okay. Also, was? Wo? Also ist das jetzt, wo ist denn eine ernst gemeinte Frage? Ja. Oh, danke Nikon. Alter, eine Capri-Sonne hat einen Strohhalm. Ach, der hatte vorhin auch schon so Antworten. Das ist nicht ganz richtig. In die Capri-Sonne wird ein Strohhalm reingestochen. Stimmt. Ja. Ja, die ist eigentlich jungfräulich, schon klar. Ja, ist so. Musst du das erste Mal einstechen, oder? Ja, es dauert noch einen Moment, ja. Ah, warum kann denn halt schon Maiwiesen sein? Wieso kann halt nicht schon wieder Oktoberfest sein, Alter? Dann haben wir leicht wieder ein paar Stecher oben, oder was? Spast. Ja. Na, aber saufen. Da geht was. Ja, aber Oktoberfest ist so teuer. Und ich weiß, da kannst du keinen Oglern da oben, weil das kostet einfach so viel. Kipfix hat wieder verlassen. Kipfix war noch nicht mehr drin. Ach so, ja, aber er hat verlassen. Ja, läuft bei ihm. Ja, doch, bei mir stand der schon drin in der Liste. Naja, ist ja. Rillerwalle. Es ist noch keiner auf bereit und es fehlen noch zwei. Und meine Mische ist noch tot. Muss ich erstmal eine Fett aufmischen hier. Aufmischen? Ein aufmischen, ja. Oh, ich schiebe so weit. Weil ein. Ja, bei mir ist es leider schon wieder so weit. Weil wie du weißt, bin ich ein Gear of Weed. Ja. Oh, bei mir ist das wieder. Dread and Dead und ohne dieses wichtige Element kann ich halt einfach nicht in den Krieg ziehen und Maden töten. Maden töten. Hey, mich stört das voll, dass ich auf meinem Xbox Live Profil nimmer Gears 2 zocken kann. Was? Ich kann als Gears 2 nimmer zocken auf meinem Profil. Wieso? Weil ich da meine Konsole immer aufhängt. Das mies, vielleicht mal den Cache löschen und Updates und so neu runterziehen, aber da ist halt dein Safe Game und alles weg, ne? Ah ja, und das muss ich jetzt. Naja, ich habe ja alle nochmal durchgezogen. Beziehungsweise ich bin gerade mit dem Jimmy im dritten Teil. Angefangen haben wir mit dem ersten Teil auf lässig. Mhm. Zweiten haben wir dann auf Hardcore gespielt und jetzt spielen wir gerade den dritten auf wahnsinnig durch. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist eigentlich alles nur Vorbereitung auf den wahren Krieg und der wahre Krieg ist halt dann der Horde-Modus auf wahnsinnig. Auf 50, Euler. Ja, und das wird war richtig, richtiger Krieg wird das. Und das wird dreckig. Ja. Aber wie lange habe ich mittlerweile kein Gear so vor mir gezockt? Den dritten Teil habe ich damals mit einem Kollegen zusammen im Korb einmal durchgezockt und das war's. Wie er rauskam, also ist das auch schon ein bisschen länger wieder her. Also ich muss sagen, ich habe davor auch ewig schon nicht mehr gespielt. Ich habe es eingelegt, 10 Minuten gespielt, dann war ich wieder voll in meinem Element. Ma, wie ist der Moment, sie doch denken, dass ich der Überwichser bin, Alter. Warum?
Weil ich seinen Grinder da hab. Und? Das, was sagt uns das? Hey, oh ja, Scheiße! Wieso? Was? Ich bin da jetzt gar nicht gedopt und nichts. Ich? Ja, nicht. Ich bin da gar noch. Alter. Was soll der Mist? Alter, ich bin schon wieder fast tot, Mann. Was ist los? Sonst ist alles in Ordnung bei euch, oder? Ich finde das gerade. 100% live, Alter. Ich Leute, komm mal her zu mir, Ich dreh dich um, andere Seite hochlaufen. Da liegt eine Schrotflinte. Ist richtig. Jo, so, machen ja. Wir, danke. Da liegt eine Schrotflinte, Leech. Wo? Ach, da. Ja, warte, nimmst du mit. Ich finde das zum Kotzen, dass das Spiel jetzt hier gerade einfach losgegangen ist. Ich wollte noch einen rauchen. Ich bin noch vorher im Werk, Alter. Ja, ich war auch hier voll am Mische machen und auf einmal geht's hier voll los. Das war jetzt schon. Unvoll los? Das war jetzt unverhofft, aber unverhofft kommt oft, ne? Das war jetzt schon ein bisschen fies. Ein Geofeed kann doch nicht ungedopt in den Krieg gehen, das geht nicht. Boah, wie ist mit dir? Jetzt fickt euch doch, ihr Wichser! Granaten hier! Oder auch nicht, doch, Granaten! Ach, hat gezwirbelt. Schon gedacht, ich hab nicht geworfen. Boah, nachladen, ey. Boah, das war knapp. Das liegt da, hab ich es. Ja, hab ich auch. Willst du haben? Oh, jetzt habe ich schon aufgesammelt. Willst du haben? Ich geb's dir. Wo bist ich du? Hab's doch schon. Ach so, du hast woanders. Ja, ich habe nämlich auch gerade eins aufgesammelt. Ha! Korrekt. Ich hab gerade Weste gefunden. Ich bin hier draußen. Ja. Geht hier was? Nein, das geht gar nicht. Wo seid ihr überhaupt? Ich mach mich auf den Weg zum Verkaufsautomaten. Ich bin schon wieder vollkommen falsch gelaufen hier. Look at you, go find a medic. Du hast eine Schaufel gefunden oder sowas? Ja. Das Köpfe-Nahkampftool. Köpfe-Nahkampftool. Lohnt sich nicht. Ja, verkaufen kommen wir allerweil. Das stimmt allerweil. Ihr solltet euch heilen. Haben wir wieder keinen Medic? Ah, oh, das nervt mich. Die Runde ist nicht mal voll und sie läuft schon. Oh, heute noch ein bisschen Kohle. Gut, fürs nächste Mal weiß ich das, da werde ich einfach. Kann man eigentlich einen Server nachträglich zu seinen Favoriten hinzufügen? Weil ich meine, in meinem Verlauf muss ich nicht, brauche ich nicht reingucken, da steht eine Menge drin und deswegen weiß ich auch nicht, wo ich gerade gespielt habe. Da liegt der Westen da hinten bei mir. Ich bin aber voll. Weil ich meine, wenn man hier sogar Admin-Besuch im Stream kriegt und auch Hilfe angeboten wird, dann möchte man auch gerne wiederkommen. Ja, das stimmt wohl. Max, heil dich. Allein schon, weil ich auch öfter streame und ich glaube, für den Server könnte es auch. Ja, eben, im Verlauf kann ich mir das mühsam raussuchen. Aber ich wüsste ja nicht mal, nach was für einem Server ich suchen müsste. Das
ist ja noch das nächste Problem. Hey, ich stehe kurz vor dem Mobensturmfloor. Jetzt sehe ich es gerade, stimmt. Dann weiß ich wenigstens, nach was ich jetzt dann mühselig dann später suchen werde. Boah, den hat's schön in zwei Hälften zerlegt. Hey, da, nein, doch noch nicht. Ich dachte, da war jetzt mein Level up. Ah, jetzt hier ist es mein Level up. Level 13. Juhu, ich bin von meinem Level 15, von meinem schneller Nachladen nicht mehr weit weg. Stirb doch, ihr scheiß Viechers. Denk dran, ihr könnt euch an mir Munition holen, ne? Ja. Aber manchmal bin ich einfach zu blöd zum Treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ganze Zeit läuft hinter mir einer. Muckensturmfloor. Wie darf ich fragen, wie man auf diesen Namen kommt? Muckensturm. Ist das ein Clanname oder wie ist der zu verstehen? Sein Wohnort. Okay, das ist natürlich auch eine coole Idee, sein Server zu benennen. Dein Wohnort. Ich muss das noch irgendwie hinkriegen, dass ich die in-game gesprochenen Sachen hören kann. Und du hast noch keinen Duden gelesen, Kaffeesonne. Ah, das ist cool. Du hast wieder nicht geschafft, da sind nur ein Rauch. Ich bleib mal stehen, bleib mal stehen. Danke. Dann ist die Mische mal fertig. Ja, das glaube ich. Das so wie einer bin ich auch. Traditionen ja nicht brechen. Traditionen sind wichtig. Boah. Echt, sind sie? Und wo liegt Muckensturm? In welchem Bundesland? Warum setzt es da eigentlich auf meinem Ding herin? Auf was sind wir herin? Auf meinem Plot. Ich bin schon die ganze Zeit hier hinten. Baden-Württemberg? Okay. Nee, Karlsruhe. Ah! Granate! Sachen gibt's. Nützt bei Sirens nix. Menschenskinder! Entweder treffe ich weiß gerade nicht auf Capri-Son, irgendwie nicht kapiert, was ein Medi-Tool ist, aber. Ich hänge hier, ich sterbe hier. Wieso? Was ist mit Capri-Sonne? Der heilt sich einfach nicht. Ja, der kauft sich auch nie Rüstung oder sonst was. Ja, wer weiß, was das für einer ist. So, jetzt kann ich hier wenigstens meine Mische weitermachen. Deine Nüsse weitermachen? Nicht meine Nüsse, meine Mische. Deine Muschi? Deine Muschi, Alter. Sitzt auf meiner Eckbank und pennt. Hast eine mobile Muschi, oder wie? Ja. Max, heil dich mal. Geht gerade nur nicht, jetzt geht's. Ach so. Ja, also, was wir dringend brauchen, ist ein Healer. Ich weiß nicht, können die mich hören, wenn ich jetzt spreche? Ach, scheiß doch drauf. Ach, als ob die Karten-Sonne irgendwas machen würde, was hilfreich fürs Team wäre.
So, wie schaffe ich das, dass ich den Ingame-Sound... Oh, scheiße. Mach keinen Kopf darum, ich mach gleich einen auf viel. Ich meine, ich möchte mich ja auch mit den anderen, die bei uns sind hier, unterhalten, aber wenn die jetzt Ingame antworten, höre ich die nicht, dadurch, dass ich ein TS habe. Das muss doch irgendwie zu umgehen zu sein. Schon ein bisschen. Ja, ich könnte 200 Tacken gebrauchen. Tag ändern, Feldsanitäter. Ja gut, jetzt ist wurscht. Ja, wenn du machst. So. Cool, dadurch, dass ich Perk gewechselt habe, habe ich immer noch 127 Lebenspunkte. Ich habe 126. Ohne? Ja, der 10 Euro Junge. Der war krass. Den Spitznamen hat er ja von mir, der 10 Euro Junge, weil er es nicht gecheckt hat, der Spaß. Scheiß Opferkind. Boah, und Capri-Sonne soll sich endlich mal verkackt. Was soll der sich holen? Eine Rüstung! Ja, vielleicht denkt er, ist ja so Obermacker, er kann das ohne. Ja. Bis jetzt muss ich sagen, stirbt er, glaube ich, auch relativ selten. Ich glaube, nur wenn alle tot sind, ist er auch mal tot. Keine Ahnung. Break. Hier drüben bei mir. Komm mal rüber zu uns. Wir sind unterwegs. Oh, nachladen. Siren. Oh, da war der Dread and Dead schneller als ich. Ich hab mich schon gewundert, warum du an dem Typen vorbei rennst, ohne auf ihn zu schießen. Weil ich unterm Nachladen war. Wie jetzt auch. Boom, Granate! Sind das Heilgranaten oder was sind das für Granaten? Ja. Ja, Gasgranaten. Wenn du drin stehst, heilst du dich. Wenn die Gegner drin stehen, nehmen die Schaden. Bist du Medic oder was? Ja. Ah, cool. Hab doch gesagt, ich geh dann rüber auf Medic. Granate da vorne. Habe ich Fettsack Reloading verstanden? Bitch! Die andere Richtung. Ihm einfach nur meinen Gewehrkolben ins Gesicht gedrückt habe. Putz! Halte mal! Putz! Halte mal! Die ganze Welle jetzt hat der Pistol gemacht. Kann man aber machen, ne? Ich hab nur volle Munition in meinem Maschinengewehr. Du bist gay. Du bist gay, Alter. Du verkackter Homo, du! Ah, du mobbst das.
Ich habe immer noch keine Zeit gehabt, einen zu rauchen und mir die Mische überhaupt fertig zu machen. Und, oh, ist doch alles scheiße, ja. Lässig, gell? Da draußen wieder. Hä? Ja, toll, ey. Wieder kommt rauf. Ja, du konntest wenigstens... Wo bist du, Max? Bei mir ist noch nicht einmal was fertig. Munk. Da geht schon nicht wieder. Hier lang. Allein. Den anderen hinterher. Da kippst du aus dem Ding raus und sägst nur Körperteile fliegen. Trepp runter. Ah, da ist wer. Ui. Da ist die Capri-Sonne. Da ist der Blair. Da liegt der Bumpe. Alter, da hinten liegt der Pumpgun. Ja, dann nimm sie dir doch mit. Ich hab schon. Wo? Du holst sie mir sofort. Ja, hol du sie dir. Boah, Alter. Hast du bei Killing Floor 1 all deine Perks voll? Ach, nicht annähernd. Ich hab das irgendwie 120 Stunden oder so gezockt, das war's auch. Okay. Und wie sieht's bei unserem Admin aus? Der hat die bestimmt voll, oder? Hinter uns ist ein Scrake. Wo ist er hin? Ach, schon tot. Flashbound! Muss kurz nachladen. Ich auch. Oh, Nachtsicht aus Versehen. Nee, auch nicht alle voll, okay. Ich bin ehrlich, ich hab alle voll. Aber... Alle in den Nebel rein, die die Lebenspunkte da down haben. Ich hatte eine... Level My Perk Map quasi, da ging das ein bisschen flotter. Boah, also hast du sie auch nicht alle Da levelt. Ich hab sie alle selber gelevelt. Also es hat wirklich ewig gedauert. Es hat ewig gedauert. Aber es ging schneller als in einem normalen Spiel. Ach, weil sonst dauert das ja ewig. Ich bin komplett woanders lang gerannt, kann das sein? So oft und so lang kann man das Spiel ja nicht spielen, wie das brauchen würde, um das alles voll zu leveln. Du bist ja irre. Ja, ich weiß. Können wir wenigstens rauchen. Bist du tot, du Schweinenase? Ja, der ist wieder woanders lang gerannt. Du Schweine, oder was hast du, durch Schwein? Ich sag dir Schweinenase. Achso. Füße waschen, damit der Dreck nachrutscht. So. Ach komm, hä? Wir sind nicht mehr gestoppt. Hier unten liegt Katana. Jo, hab schon aufgesammelt. Capri-Sonne für also das ist assi. Das ist assi. Man kann doch nicht unter einem laufenden Spiel einfach gehen. Ja, kann man das. Nein, sowas finde ich total weißt du? Ungamerisch, unkollegial. Das finde ich nicht toll, dieses Verhalten. Sowas. Ja, mit der GEMA haben wir sowieso nicht viel zu tun. Mit der GEMA? Ja, ungamerisch. Mit der GEMA habe ich eh nicht wieder Mut. Nicht cool, ich hab gerade A12. Mit ungamerisch meinte ich gamerisch wie Game. Nicht quatschen, laufen. Kauft ihr was dafür schnell, unter anderem eine Rüstung. Ich hab eine A12 aufgegriffen hier. Sehr schön. Da oben. So, jetzt mir nach. Moment, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Boah, ihr müsst mich kurz verteidigen. Alter! Mein Gott. Das ist genauso wie ein Kollege von mir im Diablo HC. Alter, dann kämen wir uns auch noch da hinten, Alter. Verteidigt mich! Denk dran! Hast du noch, warte, Max, hast du noch eine zweite Waffe? Boah, ja. Ich werd gleich gefickt. Gut. Jetzt muss ich kurz eingreifen. Jetzt wird aber der andere Scheißdreck gleich wieder hart, die müssen wieder O-feiern. Moment! Das ist die richtige Farbe, dann wird es schon lange von rechts ist Greg.
Scrake ist uncool. Wow. Ja, schieß drauf. Max neben dir. Hinter dir. Ja, muss aber noch laden. Ich hänge irgendwo fest. Ich hänge irgendwo fest. Komm wieder zu uns. Wir müssen erstmal heilen. Ja, das habe ich ja versucht. Du bist ein bisschen weit entfernt. Boah, jetzt immer wenn die Set-Time kommt, muss ich nachladen. Na, Mann. Ich hänge fest. Echt? Ich rette mich. Da unten da auch. Oder auch nicht. Ich habe mich nicht retten können, es tut mir leid. Wir sind ja nicht bloß zu dritt. Sind nur noch wir drei? Ja. Ja, ich bin zu überladen. Doch, wenn man auf dich schießt. Das ist jetzt assi. Die Siren war jetzt assi. Ja, mir kommt's aber gerade ein bisschen recht. Muss ja, ich Alter, ganz ehrlich sagen. Man kann doch nicht mit einem laufenden Game irgendeinen Scheiß machen. Was für ein Scheiß? Ja, irgendeinen Scheiß. Ich weiß, was ich meine. Ich hab keinen Scheiß hier gemacht. Ich hab versucht, die 13 Sekunden auszunutzen. Scheiß also gemacht. Das ist Vorbereitung, damit ich im Krieg nicht sterbe. Aber wenn ich das nicht krieg, dann sterbe ich. Hast ja gesehen, ich bin gestorben. Du stirbst auch mit, Alter, spielt keine Rolle. Mit überlebe ich aber bis zur Welle 7. So. Ja, nee. Ja, doch. Hier, ah, komm. Ja. Ah, nein. Ja, doch. So. Nein. Nee, ich bin jetzt aber auch raus. Alles klärchen. Jetzt kein Bock mehr auf Killing Floor. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 23 Uhr. Ich bin schon 3 Stunden hier am Zocken. Ja, ich werde jetzt auch jetzt mal kurz hier mal das den Server. Also ich werde jetzt mal hier zum Titelbildschirm zurückkehren und werde dann auch mal den Server zu meinen Favs hinzufügen. Ich glaube bei Server durchsuchen war das genau Verlauf. Das kann man doch noch Namen sortieren. Denk mir Spur. Da ist der Muggensturm. Und wie füge ich den jetzt zu meinen Favoriten hinzu? Server-Details? Nein. Bitte? Wie kann ich den jetzt zu meinen Favs hinzufügen? Oh, keine Ahnung. Jetzt habe ich connected, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte den doch... Server-Details. Dann der Stern, echt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Stern gesehen. Ja, gucken wir halt nochmal. Verlauf. Per Zufall auch gleich einen Deutschen erwischt heute. Finde ich top. Top, die Watte quillt. So, Server-Details, Stern. Ah, da, dieser Stern. Ah. Alles klar, jetzt steht der ja hier drin, oder? Ja. Und auf was für ein Schwierigkeitsgrad läuft dieser Server so normalerweise? Bitte, gern geschehen. Hat Spaß gemacht, auf dem Server zum Spielen.
schwer. Okay. Ja, ich will das Spiel sowieso mal auf schwer schaffen. Ich will das auf jedem Schwierigkeitsgrad mal schaffen. Allein wegen den Achievements. Ja, sofern administrative Leute da sind. Die können leider nicht favorisieren den Server. Weil? Weine. Bei mir wird nichts gesagt. Bist du im Verlauf? Ja, ich gehe jetzt den Server durchsuchen. Ja. Dann auf Verlauf. Ja, genau. Und dann. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Die ist leer, die Liste. Ja. Hast du einen Filter drin? Ja. Wenn du auf aktualisieren drückst, also bei mir findet der 49. Ach, jetzt war was käme. Jetzt hat. Billing Floor 2 Server war das, oder? Na, Muckensturm. Wie? Muckensturm. Muckensturm? Mucken. Ja, schreib's ihm lieber. Ja. Wird sonst jetzt nur erinnern. Was? Ja. Was? Nix. Was? Enden? Nix. Multiplay Public Server DE 15 Capsai Killing Floor Public so Server 13. Das ist natürlich. Na. Hab ich nichts drin. Smon FX Monks Smon FX, ja Smon sagt hier, bei ihm war die Liste auch mal leer. Er musste seinen eigenen Server in der großen Liste suchen. Oh ja, da viel Spaß, ey. Da ja, wenn du Filter hast. Jemanden, ja, mit einem Filter ist die schon einfacher zu finden, aber trotzdem wünsche ich dir da viel Spaß. Ja. Das ist schon. Das ist schon. Kann man da einen Namen eingeben für den Filter? Übel. Was bedeuten die, die hier 32? Die haben hier so einen Kreis mit einem Strich drin. Was bedeutet das? Sieht aus wie verboten oder so. Du darfst nicht. Du kommst hier nicht auf den Server. Ich habe ihn auf jeden Fall favorisiert. Wo? Da. Ja, genau. Gibt's eine Stammcrew, die auf dem Server zockt? Oder ist der einfach nur hier so just for fun und so? Ja, so sieht es zumindest aus wie ein Türsteher. Ah. Ich verstehe. Ihr gehört zusammen. Dann war das ja erst recht eine coole Runde heute hier. Ja, der war kurz mal drin, aber ist gleich wieder weggedampft. Da sind wir, glaube ich, gerade in der Lobby gesessen. Ja.
Ja, also ich kann schon mal sagen, so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich öfters mal reinschneien. Und auch wenn es zum Beispiel mein Name jetzt nicht immer sagt, ich bin meistens am Streamen, weil es Laune macht. Ha! Auf jeden, Nikon. So, bin ich jetzt eigentlich hier im Teamspeak allein oder ist noch wer da? Nein, ich bin nicht da. Ich bin auch noch da. Ah, sind beide noch da, okay, aber ihr wartet so still. Ich habe ein Video geguckt. Ah, er hat ein Video geguckt. Ein Video. So. Habe ich denn noch irgendwo einen Bonnen? Schade. So, was mache ich denn jetzt? Echt traurig, gell? Bei mir ist kein Schwein auf dem Stream. Echt? Machen aus. Also anzeigen tut's mir zwei, wenn ich reingucken tue in den Chat, sehe ich drei. Nikon, dich und uns Mom. Aber ich habe meistens, um ehrlich zu sein, um den Dreh so zwei, drei Leute. Manchmal schießt es auch hoch auf 8. Aber da muss ich das Stunden vorher schon ankündigen. Das war heute ja eigentlich eher so ein spontan Ding. Ich habe Montag wieder voll asoziale Frühschicht. Ich habe ab Montag Urlaub, ey. Wie Aber ich gesagt. habe morgen noch mal voll fette Frühschicht. Ja gut, dann, das geht dann. Aber nur einen kurzen von um Semi bis um 3:45. Also, das geht. Das ist die ganze Woche, Alter, von 6 in der Früh bis um 10 vor 3 arbeiten. Boah, ja. der längste Dienst ist bei mir eigentlich von um 6:30 bis um 2, maximal um 3. Okay. Gibt's da Asa Level My Perk? Nicht, dass ich wüsste, da gibt es bis jetzt nur drei Maps. Und hier geht das Perk-Leveln eigentlich eh relativ schnell, da bräuchte man so eine Map nicht. Hier geht das Perk-Leveln eindeutig angenehmer. Ja, viel, viel schneller. Nikon, auf jeden Fall empfehle ich dir dieses Spiel und wenn nicht dieses, dann den ersten Teil. Sind beide genital. Machen Spaß und machen Oh, schon Laune. wieder. Ja, das sage ich eigentlich ständig. Eigentlich auch so, wie ich statt definitiv eigentlich definiv sage. Und statt theoretisch, thermoretisch und lauter so ein Scheiß. Terroristisch. Weil ein Spätzle von mir hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat besagte Wörter eben immer falsch ausgesprochen. Und wir haben uns das dann so aus Jux an der Dollerei angewöhnt. Deswegen rede ich manchmal so komisch. Und wenn ich manchmal so komisch rede, ist das Absicht. Ich bin nicht so blöd, wie ich manchmal tue. Ich spreche auch nicht so. Ich mache das zum Spaß. Man muss ja den Leuten was bieten, oder nicht? Und außerdem, wenn ich die ganze Zeit bohrisch reden darf, das mir auch nicht verstehen. Also dieses Spiel hat einen Soundtrack, der flasht mich. Der ist besser als der erste auf jeden Fall. Aber Wo ich kommen muss. Sie denn wohin eigentlich? Den gab es zur Deluxe Edition dazu, der wird automatisch Ja. mit runtergeladen. Der ist dann in deinem Spielverzeichnis normalerweise drin. Muss mal Wie mal rechtsklick so in. ein schöner Death Metal Soundtrack. Ja, Bezeichnen, also muss man wo? bei Steam rechtsklick auf Killing Floor 2 machen. Und dann mal auf, oh, wie heißt das jetzt? Ja, wo es halt durchsuchen tust hier, wo die Spieldateien hier installiert sind und so. Apps. Spielverzeichnis DMF. durchsuchen, glaube ich, heißt das. Da müsste irgendwo dann der Soundtrack drin sein. Muss ich mir noch in meinen Musikordner rein verschieben. Ich finde auf jeden Fall auch
das Menü-Theme ziemlich cool gemacht. Es ist dem ersten Teil ziemlich ähnlich vom Sound her, aber es klingt halt ein bisschen peppiger, finde ich. Und im Allgemeinen, der Metal-Sound im Spiel, der kommt einfach cool. Ja. Im ersten Teil habe ich meistens einen Media Player im Hintergrund laufen, weil mir da der Soundtrack nicht so taugt, aber im Zweier ist es... Haben wir genauso. Ja, also den Zweier, da haben sie echt geile Arbeit gemacht, muss ich schon sagen. Taugt mir schon das Spiel. Spielt sich zwar anders als der erste Teil, aber ist trotzdem interessant. Ich bin aufs Release gespannt, was das Spiel dann zu Release zu bieten hat. Am Release-Tag zu bieten hat. So. Da bin ich echt gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob sie nachträglich unsere Keys umändern. Was sie aber eigentlich nach Steam-Richtlinien nicht dürfen. Was für Keys? War ja so im ersten Teil, dass der, wenn du den dir gekauft hast, während das noch nicht in Deutschland geprüft war, hast du es ungeschnitten bekommen. Und das du meinst den nachträglichen Cut. Richtig. Ja, da bin ich auch gespannt. Den gab's ja für uns nicht. Ah, wie ich gerade lese, ist Monk. Mon hat also auch nicht gewusst, wo seine Deluxe Edition Dateien sind. Die sind bei jedem Spiel immer in diesem Ordner drin. Immer im Spielordner meistens. Du hast quasi auf Festplatte, dann auf Steam. C quasi, Programme Steam, ich glaube dann Steam Apps, glaube ich, und dann Command, und da ist dann irgendwo dann der Spielordner. Soundtrack, genau, also. Oh ne, 26 Lieder. Track, der Soundtrack, der füllen schon her, den finde ich schon cool. Vor allen Dingen finde ich, bitteschön. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich habe jetzt bitteschön zwecks Mon, weil er gerade sich bedankt hat für den Tipp. Ich finde die Musik auch stimmig, wenn du jetzt da wirklich in dem Gemetzel gerade drin hängst. Der Soundtrack, der passt halt einfach, weißt du? Mhm. Das kommt genau zur richtigen Zeit, kommt der richtige Sound, finde ich genial. Hier gerade so eine kleine Talkrunde, wie ich so gerade. Krasse Mucke. Indirekt mitkrieg. Ja, das ist üble Mucke. Ist dir das unterm Spiel nicht aufgefallen, dass das läuft? Na, jetzt Mucke aus. Achso, unterm Spiel läuft die, während man da so was ich gemütlich hinball. Also ich hab die schon laufen, ich brauch Musik unterm Zocken. Damit ich richtig schön reinkomme ins Game und richtig schön losmetzeln kann. Wohl krass, dann ist das quasi jetzt mein erstes Metal-Album. Echt? Echt? Ja. Hat dich Killing Floor jetzt quasi entjungfert? Ja. Oh Gott, und da hätte es so viele Alben gegeben, die besser dafür gewesen wären. Verdammt! Wobei. Oh ja. Wobei, ich hab das Disturbed, aber die habe ich alle nicht gekauft. Die werden alle runtergeladen. Das ist das erste, wo ich bezahlt habe dafür. Ich verstehe. Oh, herrlich. Na, jeder erzählt irgendwann das erste Mal fürs erste. Ey, meine erste CD oder das erste Ding, was ich mir gekauft habe, war das die Maxi, also quasi die Single von Lou Bega's Mambo Number 5, Alter. Oh, ja, Mann, die Scheibe war mega. Das war meine erste CD, die ich mir jemals in meinem Leben gekauft habe, und die habe ich heute noch. Ist auch ein cooler Song. Also klar, ich habe in Kindheitstagen habe ich CDs gekauft, aber es war zu Kindheitstag.
als der Song rauskam. Wie alt werde ich da gewesen sein? Weiß ich nicht. 12, 13? Keine Ahnung. Ja, das ist. Ja, bei. Auch verdammt lange, ja. Nikon, bei Strande Dieb werde ich den Media Player nicht mehr im Hintergrund laufen lassen, weil YouTube alle Videos sperrt in Deutschland. Das ist scheiße. Twitch sperrt wenigstens, mutet wenigstens nur 1,5 Stunden, aber YouTube blockt alles. Das ist kacke. Weil auf YouTube soll es ja auch angeguckt werden. So. Aber ich glaube, ja, ich werde jetzt langsam den Stream beenden, weil ich glaube nicht, dass die Leute hier mir zugucken, um mir beim oder uns beim Quatschen zuzuhören. Ja. Ja gut, manchmal habe ich gesehen, gibt's auch Leute, die nur quatschen auf Twitch. Gronkh macht das manchmal eine halbe Stunde, Stunde lang. Habe ich gestern gesehen. War das gestern? Ja, heute ist Samstag, ja. Ja, gestern war das. Aber ich bin da eigentlich jetzt nicht so einer. Also ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zuschauen. Imi an der Stelle. Genau, wir waren jetzt zu zweit unterwegs. Auf zwei Streams parallel. Bei Smon bedanke ich mich fürs Mitspielen und für quasi Unterstützung. Für den Gastauftritt. Zwecks Wellenlänge und so weiter und ja, Gastauftritt. Danke ich recht herzlich. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Hab ja deinen Server gefafft. Also dann, wir sehen uns auf YouTube oder das nächste Mal hier. Ha. Hobbit jetzt. Jos.